Die Tischtennisspielerinnen und Spieler von Alemannia Rihstedt starteten am 19. August mit den Vereinsmeisterschaften traditionell in die neue Saison. Von den 150 Mitgliedern sind ca. die Hälfte aktive und nehmen am Spielbetrieb in den verschiedenen Ligen teil. Insgesamt 56 Damen und Herren und Kinder waren an diesem Abend an den Tischen zu finden, um in lockerer Atmosphäre, aber mit dem nötigen Ehrgeiz, die Besten zu ermitteln. Gespielt wurde im K.O.-System über zwei Sätze, allerdings getrennt in aktive und passive Vereinsmitglieder. Seit fast 20 Jahren zu den Aktiven im Spielbetrieb von Alemannia Rihstedt gehört Margit Kindling. Die 67-jährige Klostermannsfelderin, hier zu sehen im Spiel gegen Emma Schneider, nahm unlängst sogar an Weltmeisterschaften teil. Doch trotz jahrzehntelanger Wettkampferfahrung ging die Partie gegen die 15-jährige verloren. Ja, Sie haben gerade einen Wettkampf verloren gegen die Emma, obwohl Sie ja eigentlich topfit und viel Erfahrung haben, aber irgendwo ist dann das Alter spielt dann doch eine Rolle, oder? Das stimmt, das Alter spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn die jüngeren Spielerinnen sind bedeutend schneller am Tisch als wir Älteren. Das ist heutzutage ganz normal und eigentlich auch schön, wenn die Jugend gegen die Älteren gewinnt. Haben Sie damals auch so angefangen oder war das noch früher oder etwas später? Ich habe angefangen etwas später. Ich weiß nicht genau, wie alt Emma jetzt ist. 15? Ich habe mit 14 angefangen, also fast zur gleichen Zeit. Okay. Ich habe in Hettstedt angefangen bei Herbert Grüste. Mhm. Ja, und wie da ging es dann Trainer. Weiter? Wie sind Sie nach Rihstedt gekommen irgendwann? Ich habe lange Zeit in Hettstedt gespielt, zu DDR-Zeiten auch Oberliga dort. Im Damenbereich und in Hettstedt hat sich die Mannschaft aufgelöst und ich bin dann über eine Sportlerin hier nach Rihstedt gekommen. Mhm. Und spiele seit 2006 hier in Rihstedt. Gibt ja jede Menge Aktive, also ca. 75 wurde gerade gesagt, 70, 75 bei Ihnen, aber auch jede Menge Passive, die nicht immer an oder die gar nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Ein richtig schöner, großer Tischtennisverein. Mitten im Mansfelder Land. Das ist richtig. Wir sind, glaube ich, der größte Tischtennisverein hier im Mansfelder Land. Ja? Und wir sind auch ein Trainingszentrum für die Jugendlichen, für die Kinder in Sachsen-Anhalt. Ja? Wir haben viele, viele Jugendliche und Kinder, die hier Tischtennis spielen lernen. So, aber wir haben uns ja getroffen aus einem ganz bestimmten Grund. Sie waren ja letztens bei einem interessanten Wettkampf dabei. Erzählen Sie doch mal. Ja, ich war Anfang Juli bei der Weltmeisterschaft der Senioren in Rom. Ich war das erste Mal dabei und das ist natürlich ein Erlebnis. Ja? Einmal spielerisch und zum Zweiten natürlich auch, Rom ist eine wunderschöne Stadt. Wir hatten dann auch ein paar Tage frei dazwischen, wo man auch dort mal die Stadt besucht hat, die Sehenswürdigkeiten sich angeschaut hat. Das war ein Erlebnis. Wie war der Wettkampf? Ja, das waren 6.200 Seniorinnen und Senioren aus 109 Ländern in 10 Altersklassen. Bei den Senioren wird in Altersklassen gespielt, immer alle 5 Jahre. Und wir haben gespielt in der Messe in Rom in vier Messehallen an 242 Tischen. Unglaublich. Unglaublich. Die Organisation war super. Ja, das lief also alles über die moderne Kommunikationstechnik. Jeder wusste immer, wann, wo er zu spielen hat. War sehr schön organisiert. Wirklich ein Event, was man nicht vergisst. Also mal ein Highlight, was wirklich jetzt auch in Ihrer Erinnerung bleiben wird. Natürlich, ja. Das ist was man nicht vergisst. Und wir haben gespielt in 3 Kategorien. Im Einzel, im Doppel und im Mix. Und Sie sind ja auch mit einer Medaille wiedergekommen. Ja, das hatte ich nicht erwartet, dass ich eine Medaille mitbringe. Und die Medaille ist im Damendoppel im kleinen Finale. Ja, haben wir den 2. Platz belegt und da freue ich mich drüber. Ist auch eine sehr schöne Erinnerung. Ja, war euer Kompagnon da? Oder? Ich hatte eine Spielerin im Doppel aus Hessen. Die kannte ich vorher nicht, die war zugelost. Ja, und wir kamen gut zurecht. Ja. Mhm. Schön. Na ja, da kann man mal zehren davon, oder? Ja, was das Schöne auch ist bei so einer WM, man spielt eben auch gegen viele, viele Spieler aus anderen Ländern. Internationale Spielerinnen haben wir ja sonst bei uns hier nicht. Ich hatte Gegnerinnen aus den USA, aus England, aus China, Korea, Japan.
Norwegen, europäische Länder noch dabei. Und ich habe immer gedacht, die chinesischen oder die asiatischen Spielerinnen sind das Nonplusultra, aber wir konnten recht gut mithalten. Was haben Sie so mitgenommen? Also vielleicht an Erfahrungen noch? Sie wollen ja noch eine Weile spielen. Ja, Erfahrung, na gut, mein Erfahrungsschatz, ich denke mal, ich spiele ja jetzt schon über 50 Jahre Tischtennis und mein Erfahrungsschatz ist schon relativ hoch, ja, aber es hat vor allem Spaß gemacht. Und das, denke ich mal, ist bei uns im Alter das Wichtigste. Und das hat uns allen Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden untereinander. Ja, das war ein Event, was man nicht vergisst. Vereinsmeister bei den nicht aktiven Spielern wurde wie bereits im Vorjahr Michael Spitzer, gefolgt von Ken Krempler. Die beiden sind hier zu sehen. Die dritten Plätze belegten Markus Müller und Christian Becker. Für die aktiven Spieler diente dieses Turnier gleich als Test für die kommenden Wettkämpfe. Wie bereits erwähnt, nahmen am Turnier auch einige Nachwuchsspieler teil. Trotz guter Leistungen konnten sie jedoch nicht um die Podestplätze mitspielen. In den Halbfinals trafen Hannes Römer auf Werner Schulz und Long Wunu auf Lena Hummel. Zum Schluss setzten sich in beiden Partien die Verbandsligaspieler durch. Im Endspiel trafen Hannes Römer und Long Wunu aufeinander, wobei Römer am Ende die Nase vorn hatte und wie im vergangenen Jahr Vereinsmeister wurde.